Ja, herzlich willkommen zurück, Leute, zu Banjo Tui! Wieder zurück in den Klunkerkluftminen. Und da ich ja schon letztens angesprochen habe, dass mir hier der Emulator abschmieren kann, ja, haben wir einfach mal jetzt hier beendet den letzten Part. So, jetzt gehen wir einfach mal in diese Suppe. Und wie schon erwähnt, möchte ich mit diesem Part jetzt mal die Klunkerkluftmine soweit abschließen, soweit das geht. Und ich hoffe, ich verirre mich hier nicht. Mal überlegen, wo müssen wir denn jetzt zuerst lang? Ich würde sagen, schwimmen wir mal geradeaus, nicht? So, und das im Eiltempo und am besten so. Okay, hier ist schon mal nix. Hier war auch nix. Gut, dass wir hier die extra Luftblasen haben, sonst würden wir hier nämlich ganz schön schnell untergehen, Leute, das sage ich euch. Okay, hier sind Eier, aber brauchen wir nicht wirklich. Ah, da, okay. Da hätten wir schon mal was. Ja, daran erinnere ich mich. Aber ist hier jetzt ein Puzzleteil oder ist hier... Ja, hier ist ein Puzzleteil. Ja, Wunderbärchen. Du lässt mich das einsammeln. Und du auch. So, will noch jemand? Du. So. Suppi, damit hätten wir das Teilchen auch. So. Jetzt wieder zurückfinden, na, das wird ein Spaß. Hier war aber, glaube ich, noch irgendwas, wenn ich mich recht entsinne. Hier war noch irgendwas. Ja, ich glaube, das müsste sogar hier die Röhre sein. Bitte lasst mich recht haben. Genau. Oder ging es hier wohl ganz anders hin? Ach nee, hier können wir ja wieder hierhin zurück. Oh, das können wir ja noch gar nicht machen. Mano. Nee, aber ich bin mir sicher, irgendwie war hier noch eine Honigwabe oder haben wir die jetzt eigentlich schon? Ja, ich habe vergessen, mir den letzten Part anzugucken. Ich geb's offen und ehrlich zu. Moment. Da gucke ich nochmal in die Statistik. Ja, eine Honigwabe fehlt und ich meine, die wäre hier. Och, Mano. Ich meine wirklich, die wäre hier. Wenn wir die jetzt nicht finden, dann verlassen wir die hier einfach. Dann habe ich jetzt aber auch gar keinen Bock mehr, die zu suchen. Mein PC, der ruckelt gerade ein bisschen. Ich hoffe, da schmiert jetzt nichts ab oder so. Das wäre äußerst schlecht. Hier geht's auch noch lang. Ist aber auch nix. Okay, Kehrtwende. Ne, hier waren wir schon. Mano. Ne, jetzt sind wir wieder hier. Aber gut, mal erstmal Luft schnappen und weiter. Aber hier müsste doch noch was gewesen sein. Ne, hier sind nur Eier. Scheiße, ich war wirklich sonst nichts mehr? Wo ist denn dann die letzte Honigwabe? Och, Mann. Wo ist denn die dann? Aber zumindest hatten wir Glück und jo. Und der Emulator ist nicht abgeschmiert. Eieieiei. Mensch, wo waren die dann? Leute, wenn ihr wisst, wo die letzte Honigwabe ist, dann bitte schreibt's mir in die Kommentare. Nun gut. Vielleicht werde ich sie sogar mit etwas Glück sogar etwas früher finden. Vielleicht auch nicht. Denn ich habe vor, wieder einen kleinen Aufnahmemarathon hier zu starten, damit ich ein bisschen was auf Vorrat habe. Wo war die? Uah, nein, ich wollte nicht abrutschen. Hallo. Jetzt muss ich echt mal überlegen, wo war die letzte Honigwabe? Bin ich echt so beschugge, dass ich das vergessen habe? Nee, ich glaube, die finde ich nicht mehr. Wenn das irgendwer weiß, schreibt mir das doch mal bitte. So, aber jetzt gehen wir mal hier rein. Denn ich habe ja gesagt, es gibt hier noch einen Shooter-Abschnitt und das ist Nummer 2. Im Dynamit-Depot. Und ich sage euch, Leute, der hier wird explosiv. Und hier ist noch ein Move vom Yami aus. Den brauchen wir nämlich jetzt auch. Also dann... Kazupis, ein neuer Move für die Federtante, denn ihr Schnabel ist eine echte Hartkante. Böse Buben wissen, das wird nicht ihr Tag. Drück einfach B und sie kriegen den Schlag.
Das ist dann alles. Weggetreten! Ja, wieder elegant in die Röhre zurück. So, ich guck jetzt nochmal. War hier vielleicht die letzte Honigfarbe irgendwo? Irgendwie? Nö. Gibst du nicht, dass ich das vergessen habe? Wo ist die? Ja, hier, mit dem B-Knopf können wir schön pieksen. Nee, aber das ärgert mich jetzt gerade, dass ich nicht weiß, wo die ist. Aber naja, ich glaube, wir haben sowieso genug für eine neue, oder? Ja, für eine neue Energieeinheit reicht das locker. Also von daher. So, und jetzt stürzen wir uns hier mal ins Vergnügen. Denn das hier wird hochexplosiv, das kann ich euch versprechen. Ihr habt die Pieks-Attacke gelernt, was? Allerdings, Partner. Nun, vielleicht könnt ihr mir helfen. Eine gemeine Bande Dynamitstangen ist geflohen und droht, meine Mine in die Luft zu jagen. Keine Sorge. Wir gehen da rein und blasen sie weg. Nein! Wenn ihr schießt, fliegt alles in die Luft. Du musst sie irgendwie entschärfen. Noch irgendwas? Ja. Du musst schnell sein. Sobald die erste entschärft ist, starten die anderen ihren Detonationstimer. Ja, das stimmt. Das ist nämlich eine Aufgabe auf Zeit. Und seid mit mir nachsichtig, wenn ich das nicht auf den ersten Versuch hinpacke, denn das hier ist echt verwirrend. Und ich sag euch, der dritte Abschnitt, den es noch gibt, der ist um einiges schwieriger als der hier. Also dann, let's go. Drückt mir die Daumen. Da, das ist schon mal eine von der. Und sobald wir die jetzt vernichtet haben, startet ein Countdown. Also dann, let's go! Zum Glück hört man die immer wieder gut. So, Number 2. Und jetzt ganz schnell noch die anderen finden. Na, runter da! Und wir dürfen echt nicht schießen, weil sonst fliegt hier wirklich alles in die Luft. Dürfen wir nicht riskieren. Na, kommst du her! Komm her! Komm her! Brave Stange! Ich hoffe, ich schaffe das hier beim ersten Versuch. Aber nicht, wenn die mir hier so alle weghopsen. Ne, du schlägst mich nicht hier. Ja, da geht's schon los. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich bin. Ja, hier sind sogar zwei Wunderbärchen. Wow, da hat's gerade geruckelt. So, noch drei, kommt, das müssen wir schaffen. Ich habe jetzt gerade noch eine gehört, aber wo sind die? Okay, hier ist die nicht, also muss die irgendwo oben sein. Scheiße, wie komme ich jetzt nach oben? Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Scheiße! Oh, verdammt, ey! Boah, ey, ich muss jetzt einen Weg nach oben finden. Scheiße, Mann, das schaffe ich doch nicht mehr. Nee, das ist nicht mehr zu schaffen. Außer ich habe jetzt wirklich ganz viel Glück. Was ich aber nicht glaube. So, komm, die letzte. Wo ist die? Scheiße, Mann, wo kann die sein? Ich weiß nicht, wo wir sind. Nee. Wenn ich schon hier beim Ausgang bin, dann... Die hätte ich jetzt nicht mehr gefunden. Scheiße.
Ihr habt wohl die Hosen voll, was? Jetzt geht da wieder rein und rettet meine Mine. Ja, doch, keine Sorge, ich wollte nur Zeit schinden. Sorry, das musste sein. Aber wir haben ja noch genug Zeit für diesen Part, also von daher... Aber wo war die letzte gewesen? Entschuldigt, wenn ich das hier jetzt erstmal nicht mache. Ich will mich jetzt nur mal ganz kurz umgucken, wo denn die letzte hier gewesen wäre. Ich verschaffe mir mal ganz kurz einen Überblick. Ist zwar jetzt ein bisschen suboptimal, aber was soll's. Ich muss mir mal ganz kurz wirklich einen Überblick verschaffen. Also hier wäre die eine gewesen. Hätte ich dann hier vielleicht lang gemusst? Nee, wäre das hier gewesen? Nee, Quatsch. Na, kommst du raus? Ach, wisst ihr was, Leute? Ich fange jetzt einfach mal an. Kommst du her? Zack. So, los. Ich werde es jetzt einfach drauf ankommen lassen müssen. Geht ja nicht anders. Ach, schade, ich hätte jetzt beide auf einmal treffen können, aber nö. Aua! Du garantiert nicht. Das ist auch immer so richtig fies. Ich meine, man kennt ja hier eigentlich, wenn man sich auskennt, die ganzen Verstecke und alles, aber dann kommt sie immer auf eine einzige Stange an und dann weiß man nicht, wo die ist. Das ist schon ein bisschen gemein. Aua, lass mich in Ruhe. Aua. Verzeiht mir, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen still bin, Leute. Ich versuche mich ein bisschen zu konzentrieren, wo die jetzt alle sind. Ich pfeife jetzt nur so rum, um meine Unsicherheit zu überspielen, das merkt ihr vielleicht. Ah, aber ich merke schon, das wird doch wieder nix. Jetzt bin ich genau da, wo ich letztens auch war. Mann, ey! Obwohl, doch. Und jetzt die letzte. Schnell! Ich weiß doch, wo die ist. So, und zack! Zutiefst in eurer Schuld, Partner. Wie tief? Reden wir hier von einer Belohnung? Nun, ich habe nur dieses Goldklümpchen. Das könnt ihr aber haben. Da sag ich doch mal herzlich Dankeschön! So, jetzt müssen wir nur noch wieder hier rausfinden, aber dürfte ja eigentlich gar kein Problem sein. So, erstmal hier ein bisschen Honig sammeln. Denn Energie haben wir ja mehr als genug verloren. Und wie gesagt, es gibt noch einen Abschnitt, der hier sowas hat und der ist erst recht verwirrend. Da kann ich auch nicht garantieren, dass ich das beim ersten Mal schaffe. Das hier habe ich ja jetzt auch nicht beim ersten Mal geschafft. So, sind wir wieder draußen und tschüss. Was zur Hölle?
Wieso spielt die Musik jetzt auf einmal schneller? Hört ihr das? Das gibt's doch nicht. Das ist ein Tonbug, lol. Ey, wenn jetzt in den Rest der Mine hier jetzt auch noch die Musik schnell spielt, dann fresse ich einen Besen. Das ist ja lol. Das habe ich bis jetzt noch nie so gehabt. Nö, hier spielt jetzt wieder normal. Schade. Hätte ja sein können. Nee, hier wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich wollte jetzt eigentlich noch zur... zur Train Station. Und dort werden wir jetzt mal den Boss besiegen. Wie gesagt, den Zug, den werden wir nämlich brauchen. So, in der Nähe des Bahnhofs. So, da wären wir doch. Da ist er. So, schlüpfen wir doch einfach mal hinein. Wenn man beim ersten Mal spielt, könnte man denken, juhu, der Zug, der steht und wir könnten den jetzt einfach benutzen. Das ist die Zugwarte. Ja, hätte ich auch drauf kommen können. Da hätte, ja wie gesagt, wenn man jetzt das erste Mal spielt, hätte man denken können, gut, stelle ich mich einfach mal hier drauf und benutze den Zug. Aber, bevor du irgendwo hinfährst, musst du an mir vorbei. Hä? Wer hat das gesagt? Es klang, als käme es aus dem Heizkessel. Aus dem Heizkessel, ist klar. Ja, aber da müssen wir wirklich rein. Leider. Banjo wird sich bestimmt sein Fell verbrennen, aber wir haben keine andere Wahl. Was wohl unter diesem großen Haufen Kohle da ist? Vielleicht ein Puzzle? Brichetto Blanco, hämischer Heizkesselherrscher. Nicht zu verwechseln mit Brichetto Blanco. Roberto Blanco, sorry. Ah, wer wagt es, Brichetto Blancos Kessel zu betreten? Ich bin Banjo und das ist Kasui. Wir möchten deinen Zug benutzen. Ach wirklich, wenn das so ist, dann kämpft gegen mich. Es wird gesagt, du seist ein netter alter Wicht. Haha, von wegen. Ihr werdet gleich das Gewicht meiner Pranken auf euren Rüben spüren. Oh ja, allerdings. So, jetzt retten wir uns hier erstmal auf diese Plattform und dann machen wir ihn fertig. Haha, mal sehen, wie viel Hitze ihr vertragen könnt. Ich wollte jetzt eigentlich schalten, genau. So, man könnte jetzt eigentlich auch Granateneier nehmen. Entschuldigt, dass ich da eigentlich schon im 6. Part gespoilert habe, dass wir den noch bekommen. Ah! Kein großer Verlust, ich habe ja noch einen. Na, das ist ja mal ein Optimist. Aber ich kriege euch ohne Arme. Ja, wie gesagt, ein Optimist. So, aber zum Glück brauchen wir keine Granateneier, denn wir können ihn auch so erledigen. Dauert nur ein bisschen länger. Ah, vielleicht sollten wir uns zu einem Plausch zusammensetzen. Ja, klar. Da kann man doch recht mal sagen, da hättest du einen Arsch als Gast. Oder? So, wir haben ihn jetzt gleich. Und tschüss. Naja, vielleicht dürft ihr dann doch meinen Zug benutzen. Aber fass bloß nichts an, ich habe gerade sauber gemacht. Und weg ist er. Tja, das war's dann mit Brichetto Blanco. Bam, bam. Ah, und mein Wortspiel ist ja mal völlig in die Hose gegangen mit meinem Verplappern, nicht? Das sollte ich mir beim nächsten Mal ein bisschen besser überlegen. Nun gut, raus hier. Aber, auch wenn man jetzt meinen könnte, man dürfte den Zug benutzen, wir können ihn zwar benutzen, aber... Es ist kein Bahnhof in Betrieb, den ich anfahren könnte. Ja, denn die müssen wir nämlich in den jeweiligen Welten erstmal öffnen. Oh, mein Hals, der kratzt schon wieder. Bäh.
So, da wir hier jetzt leider nichts mehr machen können, wie gesagt, ein Puzzleteil können wir uns erstmal nicht holen, genauso wie ein Jinjo. Das können wir alles erst später machen, wenn wir die entsprechenden Moves haben. Jetzt gucke ich nochmal, was denn alles fehlt. Ich glaube, jetzt fehlt wirklich nur die eine Honigfarbe, wo ich vergessen habe, wo die ist. Ja, und der eine Jinjo, den können wir uns, wie gesagt, auch noch nicht holen. Und die... Und das Puzzleteil, das können wir uns auch noch nicht holen. Aber wo zum Donner ist die letzte Honigfarbe? Ich hab's vergessen. Wenn das wirklich irgendwer weiß, dann schreibt's mir in die Kommis. BZW, wenn ich sie bis dahin nicht selbst gefunden habe. Denn ich nehme hier heute ein bisschen mehr auf, wie ich schon sagte. Oder ist die vielleicht hier oben drauf? Guck mich vielleicht noch mal ein bisschen um. Vielleicht habe ich ja das Glück und ich finde die noch. Ich will jetzt echt wissen, wo ich die vergessen habe. Kann doch nicht sein, dass ich nicht mehr weiß, wo die ist. Das darf nicht sein. Ach, wenn nicht, dann muss ich nochmal in einem Spieleberater oder so nachgucken. Das kann doch nicht sein. Wo ist denn die? Nee, wirklich, das wurmt mich jetzt gerade. Wo ist die letzte Honigwabe? Das kann doch nicht sein, dass ich es nicht mehr weiß. Da lag die vielleicht hier irgendwo? Nee. Hier war eine davon, aber wo war die letzte? Boah, ey. Kann doch nicht sein, dass ich das vergessen habe. Ja, aber irgendwo muss die ja sein. Ich meine, kann doch nie angehen, dass wir die vergessen haben. Oder war die hier irgendwo versteckt vielleicht? Nö. Nee. Nee, und die Kisten kann ich ja hier gar nicht zerstören. Nur die paar hier, aber da ist nichts drin. Wo kann die sein? Wo kann die sein? Wo kann die sein? Mano! Ich will wissen, wo die ist. Ich brauch die doch. Ich brauch die doch, sonst kann ich mir nichts Neues holen. Irgendwo muss die ja sein. Nee, hier war ein Jinjo drunter. Hier war nur der Schredderschuppen. Oder habe ich die doch hier beim letzten Mal liegen gelassen? Nee, hier haben wir alles abgegrast. Himmel, wo ist denn die jetzt? Ah, ich werd bekloppt. Ich werd noch bekloppt hier, das kann doch nicht sein. Nee, das darf nicht sein. Nee, ich habe definitiv vergessen, wo die letzte Honigfarbe ist. Nee, da muss ich beim anderen Mal nochmal gucken. Ich habe da jetzt keine Lust, irgendwie, was weiß ich, wie lang zu suchen. Wir verlassen jetzt diese stinkende alte Mine hier. Habe ich keine Lust mehr. Nee, sehen wir ein. So, aber Honigbini werde ich trotzdem besuchen gehen. Müssen wir ja auch. So, uns nochmal eine neue Extra-Energieeinheit holen, die wir dringend brauchen. Hallöchen, da sind wir wieder. Ich bin Honigbini, ich tausche Extra-Energieeinheiten gegen leere Honigwaben. Du hast genug Honigwaben für eine Extra-Energieeinheit. Willst du tauschen? Natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Sicher, Süße. Dann wirf mir deine Honigfarben her, großer Bär. Hier ist deine extra Energie. Ja, da sage ich doch mal Dankeschön. Und für die nächste möchte sie 5.
Ja, okay. Das wird wieder ein bisschen dauern. Leider, leider. Aber bevor wir das wieder tun, uns eine neue Energieeinheit holen, werden wir jetzt erstmal in die dritte Welt gehen. Ach nee, ich wollte schalten. So. Das mache ich am besten mit dem Sucher und dem Zoomer, damit ich auch ja nicht daneben treffe. So. Ja, Wunderbärchen, dann geht's hier mal weiter. Denn hierdurch kommen wir zur Pinienlichtung. Jawohl. Hier haben wir jetzt nicht nur ein paar Noten und auch Yamyas. Nein, hier ist auch Humba Wumba. Seht ihr? Und die hat einen ganz speziellen Move für uns. Move. Ich bin doch bekloppt, ey. Die lernt uns doch hier keine Moves. Bin ich bescheuert? Mensch. Ich habe einen sehr besonderen Zauber, aber brauche einen Mega-Glaubau. Lass mich raten. Ich wette, es gibt nur einen einzigen Mega-Glaubau und der ist so gut wie unauffindbar. Vogel recht haben. Jetzt gehen und suchen. Du nicht haben, Mega-Glaubau. Komm wieder, wenn haben. Ja, genau. Denn dieser Zauber hier ist wirklich ein ganz besonderer, aber der ist nicht für Banjo alleine. Das kann ich euch schon mal spoilern. Aber bis wir den finden, das kann noch ein bisschen dauern. Denn ohne den richtigen Move kommen wir an denen sowieso nicht dran. So, und jetzt gehen wir hier erstmal zu Yamyas. Der möchte 110 Noten, wir haben 250. Granateneier. Diese Eier explodieren wie Granaten. Zu sicherem Abstand würde ich dir raten. Jawohl, ja. Das ist dann alles. Weggetreten. Und tschüss. Ja, jetzt haben wir auch endlich Granateneier. Und ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass ich für den sechsten Part schon ein bisschen gespoilert hatte, dass wir die bekommen. Das war absolut nicht beabsichtigt. So, hier haben wir auch noch ein paar Nötchen. Und hier ist auch nochmal so ein Felsen mit Kasuis Kopf drauf. Ja, wie gesagt, ohne den richtigen Move kommen wir hier eh nicht weiter. Dass die hier überhaupt durchgekommen sind mit ihren Bohrer, das ist schon Wahnsinn. So, und jetzt betreten wir hier die dritte Welt. Willkommen im Hex-Hex-Park. Jawohl. So, erstmal die Warpplatte aktiviert. Und guck mal, wer das hier ist. Die hätte man theoretisch schon im ersten Teil begegnen können, aber den treffen wir jetzt im zweiten Teil. Und wir sprechen die Person doch einfach mal an. Hallo, meine Hübschen. Kennen wir uns, meine Dame? Nicht persönlich, aber ihr habt meinem Mann geholfen, als wir noch auf dem Freezy Peak gewohnt haben. Ah, da müssen Sie Frau Boggy sein. Wie geht's dem Großen? Ach, ein bisschen älter, ein bisschen dicker. Jetzt fährt er keine Schlittenrennen mehr, sondern sieht den ganzen Tag nur noch fern. So ein fauler Kerl. Naja, ich muss jedenfalls nach Hause. Ich habe mich mit meinen Kindern Groggy, Soggy und Moggy hier verabredet. Du hast nicht zufällig Interesse daran, sie zu suchen und herzubringen? Ja, das ist wirklich eine der Aufgaben, die wir hier machen müssen, um ein Puzzle von ihr zu bekommen. Aber Alter, ist die gut gebaut. Ja, die drei Kinder von damals, die treffen wir hier natürlich auch wieder. Aber da muss ich sagen, die sind auch alle ganz anders verteilt. Beziehungsweise, die finden wir an verschiedenen Orten, je nachdem, was für einen Spielstand man neu macht. Och, ich bin mal wieder kräftig in der Lage, mich hier auszudrücken, nicht wahr? Was ich sagen wollte, je nachdem, wann... Pff, ja, schon wieder, was ist denn heute mit meinem Gehirn wieder los? Was ich sagen wollte ist, die Kinder sind dann ganz verschiedenen Standorten und je nachdem, was für einen Spielstand man neu anfängt, ja, sind die ja an ganz anderen Orten, aber die Orte sind an sich festgelegt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man an die und den Orten jetzt überhaupt nicht... überhaupt nicht mehr findet. Ja, zum Beispiel hier treibt sich gar keins rum. Also
Es gibt, glaube ich, 4 oder 3 Orte, wo die auftauchen können, aber es sind dann jedes Mal andere... Oh, wir haben eine andere Honigwabe gefunden. Du hast eine Zufallshonigwabe gefunden. Drücke B um etwas Glück. Ist dein Energievorrat optimal aufgefüllt? Ja, die Honigwabe, die switcht jetzt von einer Honigwabe zur anderen. Und wenn man Pech hat, dann hat man höchstens nur noch 1 oder 2 Honigwaben. Also ich mag diese Honigwaben nicht. What the hell? Ich habe doch jetzt überhaupt nicht gedrückt. Und hier ist, glaube ich, ein Ginger und das ist der ein rosafarbener. Ja, wunderbärchen. Ja, Moment, aber diese Türen, die können wir auch erst öffnen, wenn wir eine spezielle Verwandlung gemacht haben mit Humba Wumba. Und das, was hier drauf ist, das spoilert eigentlich auch schon ein bisschen, in was wir hier verwandelt werden. Schrecklich, schrecklich. Ja, Witchy World oder Hexhexpark, wie gesagt im Deutschen, ist hier ein reiner Vergnügungspark. Und hier oben, glaube ich, war auch noch irgendwas. Ja, hier ist schon mal eine Sprungplatte und auf dem Dach ist hier, glaube ich, auch noch ein spezieller Schalter. Oh, ein Burgerschalter, okay. Ich lege ihn schnell wieder auf den Grill. Die Kunden merken schon nichts. Ups, jemand hat den Schalter gefunden. Also von dem Typen würde ich keine Burger essen, ganz ehrlich. Da gehe ich doch lieber zu McDonald's. Nun gut, wir sind hier jetzt in der dritten Welt angekommen und der Part ist jetzt auch schon über eine halbe Stunde lang. Und ich würde mal sagen, ich beende den Part hier bei der gut gebauten Frau, ne? Also die würden nicht gut zusammenpassen. Also guckt euch doch mal die Größe an, ja, ne. Nee, da ist die bei Boggy schon besser aufgehoben. Also dann, Leute, tschüssi, ciao, bis zum nächsten Mal bei Banjo-Tooie.